Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag des Jahres 2018. 1.1.2018, 1. Januar 2018. Der Beginn eines neuen Jahres. Ein neues Jahr, in das wir hineingehen, in der Hoffnung für Frieden, Liebe, Gerechtigkeit und hoffen für das Jahr, für die kommenden 365 Tage Kraft, Zuversicht, Hoffnung und Mut zu finden, um die kommenden Tage, Wochen und Monate erfüllt mit Liebe, Glück und Gesundheit und natürlich auch Erfolgen begehen zu können, bis sich dann das Jahr ein weiteres Mal dem Ende neigen wird. Doch jetzt, am 1. Januar 2018, stehen wir ja am Anfang eines neuen Jahres, das offen ist. Und wir können offen sein für alle Dinge, für alle neuen Dinge, die da kommen mögen. Im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter. Die Sendungen von Andreas Klamm, auf die will ich Sie natürlich jetzt aufmerksam machen, gefallen mir ganz besonders gut. Ich muss das jetzt auch sagen, dass vielleicht auch hier und da die Einschaltquote wieder nach oben steigt. Also auf die Fernsehsendung von Andreas Klamm und Andreas Klamm Sabbaoth und natürlich auch auf die Musikproduktion, die es ja auch bei Amazon.de und bei Amazon.com finden, will ich Sie gerne hinweisen. Und es lohnt sich auch dort mal reinzuhören und auch zuzuschauen und auch die ein oder andere Single zu kaufen. Das muss ich jetzt so sagen, weil im Rollstuhl ist es natürlich alles nicht mehr so einfach für Andreas Klamm, der seit 4 Jahren etwa auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen ist. Ich muss das jetzt so sagen, weil es sonst kaum ein anderer Mensch sagen würde. Zum neuen Jahr 2018 wünsche ich Ihnen Liebe, Gesundheit, Glück, Hoffnung, Kraft und Kreativität für das neue Jahr 2018. Ich spreche jetzt zu Ihnen nicht als die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und dennoch gibt es natürlich auch in meinem Leben Dinge, die nicht nur mich bewegen, sondern auch andere bewegen. Und ich denke, das ist auch bei 82 Millionen Menschen in Deutschland so, dass es viele Themen, viele Bereiche gibt, die uns alle bewegen. Durchaus auch gemeinsame Themen und Interesse, Gesundheit. 82 Millionen Menschen in Deutschland, vielleicht einige mehr, vielleicht auch einige weniger, die darauf hoffen, Gesundheit wieder zu erlangen. Gesundheit zu erhalten und dass die Gesundheit natürlich geschützt wird und stets treuer Begleiter im Leben der kommenden 364 ein Vierteltage sein wird. Respekt. Respekt füreinander zu haben, betrifft alle Menschen in Deutschland. Wir alle sind begabt mit Vernunft, mit Liebe, mit Wissen, mit unterschiedlichsten Talenten, jeder in seinem Bereich. Es gibt wunderbare Piloten, Ärzte, Feuerwehrleute, Polizisten, Krankenschwestern, Krankenpfleger, auch Journalisten, Radio- und Fernsehproduzenten, Musikproduzenten, wunderbare Bäcker, Gärtner, wunderbare Menschen, die Hilfedienste leisten, die ganz, ganz wichtig sind
ohne die dieses Land Deutschland ganz schnell zusammenbrechen würde. Denken Sie dabei auch an die vielen Millionen Menschen, die ehrenamtlich freiwillige Dienste leisten, sogar bei Facebook freiwillige Dienste leisten als Moderatoren, als Admin und diese Arbeit ohne Bezahlung ehrenamtlich leisten. Wenn diese Menschen alle gleichzeitig ihr Engagement beenden würden, dann würde die Infrastruktur in Deutschland innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen zusammenbrechen. Dessen können wir uns sicher sein. Daher sollten wir dieses Engagement auch von ehrenamtlich engagierten Menschen nicht gering schätzen, sondern sehr hoch einschätzen und dankbar auch dafür sein. Es ist ein wichtiges Engagement. Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Johanniter ASB, aber auch in den Social Media Plattformen als Admin, als Moderatoren oder als Moderator für ein Webradio, als Redakteur, auch das ist wichtig. Diese Arbeit, die dort geleistet wird, ist wichtig. Oder denken Sie auch an die Engagements der Menschen bei der Telefonseelsorge. Auch dieses Engagement ist wichtig für 82 Millionen Menschen in Deutschland. Glückselig kann sich der Mensch schätzen, die Frau oder der Mann, der die Hilfe der Telefonseelsorge nicht in Anspruch nehmen muss. Aber es kann der Tag ganz schnell kommen, an dem genau diese Hilfe, die im Ehrenamt geleistet wird, ganz wichtig wird. Und so gibt es viele kleine und große Engagements, viele kleine und große Institutionen, Vereine und Organisationen, in denen sich Menschen im Ehrenamt nicht in erster Linie des Geldes wegen engagieren. Diese Menschen haben ganz ohne Zweifel Respekt verdient. Wenn wir uns im Geiste der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit begegnen, dann wird es bedeutsame Veränderungen in Deutschland geben. Kein Zweifel, das ist möglich. Wenn wir uns im Geiste der Schwesterlichkeit und der Brüderlichkeit begegnen, das wird zu einer Veränderung in Deutschland führen. Respekt, Liebe, Anerkennung. Das ist keine ganz so große Mühe und kostet auch kein Geld, sodass man keine Angst vor Verlusten haben muss. Und wenn wir versuchen, Tag für Tag, jeden Tag etwas mehr mit Respekt, Anerkennung und Liebe anderen Menschen zu begegnen, dann gibt es sicherlich die Chance, dass dies zu einer guten Veränderung in Deutschland führen kann, ungeachtet dessen, wo die Menschen herkommen. Ob aus Ägypten, ob aus Deutschland, aus Syrien, aus Russland, aus Polen, aus Ungarn, aus Frankreich, aus Spanien. Das spielt keine Rolle. Es gibt ja nur diese eine Welt, diese eine Erde. Diese eine Mutter Erde wird sie genannt, auch in vielen irischen Überlieferungen, die wir uns gemeinsam teilen, rund 7 Milliarden Menschen, vielleicht sind es inzwischen auch schon wieder einige mehr, vielleicht einige weniger. Zahlen sind relativ, die Erde ist sehr groß und sie bietet alles, was Menschen brauchen. Gerechte Verteilung von Ressourcen, ein weiteres Thema, mit dem Möglichkeiten eröffnet werden, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit auch für Menschen in Deutschland möglich zu machen. 400 Euro im Monat reichen nicht aus, um in Deutschland ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen angemessen ist. Speziell dann nicht, wenn Menschen 34 Jahre, 40 Jahre oder 50 Jahre im Berufsleben gestanden haben und dann aufgrund von Rente, von Erkrankung, von Behinderung oder von Schwerbehinderung
diesem hektischen Treiben im Berufsleben nicht mehr folgen können und da auch nicht mehr mithalten können. Ein einfacher Sturz von der Treppe genügt. Manchmal genügt auch eine harmlos erscheinende Erkrankung, die dazu führen kann, dass Menschen den Zwängen in der Arbeitswelt, wie wir diese in Deutschland kennen, nicht mehr gerecht werden können, die dann behindert werden, schwer behindert werden, chronisch krank. Und mit Krankheit ist natürlich leider auch immer verbunden finanzielle Einbußen und die Gefahr von Armut. Das sollte so nicht sein. Denn Deutschland hat erfreulicherweise auch am 10. Dezember 1948 wurde sie proklamiert, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ratifiziert. Daran sollten wir denken. Menschen haben Rechte. Tiere haben auch Rechte. Es ist nicht so schwer, die Würde von Menschen in Deutschland zu schützen, zu bewahren und auch wiederherzustellen. So können wir darauf hoffen, dass möglichst vielen Menschen Vernunft und Begabung geschenkt wird, auch den Menschen, die im politischen Amt tätig sind, die daran denken, es könnte auch ihre Verwandten und Freunde und Bekannte und Nachbarn treffen. Krankheit, Behinderung, Armut. Der soziale Abstieg muss damit nicht verbunden sein. Es sind genug Ressourcen vorhanden. Ich glaube den Worten von Dr. Heiner Geißler, der darauf hingewiesen hat, dass genug Mittel in Deutschland vorhanden sind, die nur gerecht verteilt werden müssen oder sollten. Es ist genug in dieser Welt für alle vorhanden. Kein Zweifel. Es sollte nur gerecht verteilt werden. Gerechte Verteilung ist möglich. Und wir brauchen keine weiteren Konflikte. Wir brauchen keine weitere Gewalt. Gewalt wird als das Ende der Vernunft bezeichnet. Gewalt ist das Ende der Vernunft. Wir brauchen keine neuen Kriege. Wir brauchen keine neuen Eskalationen. Wir brauchen mehr Investitionen in den Bereichen Pflege, Bildung, Wohnungsbau, öffentliche Infrastruktur. Natürlich auch sichere Internetverbindungen, sichere Stromnetze. Das brauchen wir. Was wir nicht brauchen, sind neue Panzer, neue Kriegsmaschinerie, neue Kriege und Konflikte. Es gibt so viel, das im Argen ist. Im Straßenverkehr, in der Medizin, in den Schulen, in den Universitäten. Dort werden die finanziellen Mittel und Ressourcen, die vorhanden sind, viel dringender benötigt als bei Armeen, wie auch immer diese Armeen genannt werden möchten, ob Bundeswehr, ob deutsche Armee, ob französische, britische Armee, das spielt keine Rolle. Wir brauchen Frieden und Liebe in dieser Welt und ich hoffe, das Jahr 2018 wird Frieden und Liebe erlebbar und erfahrbar machen. Das Jahr 2018 steht heute am 1. Januar am Anfang. Es ist der Beginn, die Zeit 8 Uhr und 26. Das neue Jahr ist ganz jung, 2018. Und ich hoffe sehr darauf, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen und auch für Tiere, dass Frieden und Liebe, Gerechtigkeit und soziale Sicherheit in Deutschland für möglichst alle Menschen erfahrbar wird und auch für Tiere. Gedanken zum Jahresbeginn 1. Januar 2018. Manchmal erfordert Hilfeleistung gar keine so große Anstrengungen. Es sind auch kleine Gesten, die helfen können. Eine gute Fürsprache, gute Worte für Nachbarn, für Menschen, für Mitmenschen
statt Neid, Missgunst, Zorn und Zwietracht. Lassen wir doch das Gute über unsere Lippen gehen, über unsere Zungen und über unsere Lippen. Liebe, Worte der Gerechtigkeit, Worte der Zuversicht, Worte der Hoffnung und Worte, die auch als Fürsprache dienen für Menschen, denen es, weil diese krank geworden sind, nicht so gut geht, nicht ganz so gut geht oder, um es auch beim Namen zu nennen, denen es vielleicht ganz schlecht geht. Für diese Menschen können wir auch unsere Stimme erheben, das ist möglich. Das ist möglich und nicht so schwer. Es erfordert etwas Kreativität, etwas Mut, etwas Hoffnung und Zuversicht und auch die Bereitschaft, etwas zu sehen, auch wenn nicht ganz so viel Licht vorhanden ist, im Dunkel doch noch etwas mehr Licht zu sehen und mit dem Herzen zu sehen. Das ist möglich. Und das wünsche ich nicht nur mir, sondern das wünsche ich auch Ihnen. Zu Jahresbeginn 2018, am 1. Januar 2018. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und melde mich bald wieder. Ich wünsche Ihnen vor allem Glück, Liebe, Frieden, Gesundheit, Sicherheit, Gerechtigkeit in Deutschland, in Europa und in dieser Welt. Vielen Dank fürs Zusehen. Nur das Beste. Und viel, viel Liebe, Frieden und Freude im neuen Jahr und im bevorstehenden Jahr 2018. Vielen Dank.